Heute im Polizeireport: maskierte Personen in einem Supermarkt in Egeln in Sachsen-Anhalt. Also vorgefahren mit einem Pkw, ausgestiegen, in eine Scheibe eingeschlagen, durch die Scheibe rein in den Markt, haben dann dort die Regale leer geräumt, wo die Tabakwaren drin sind. Die Diebe lösen die Alarmanlage aus. Bis die Polizei eintrifft, sind sie über alle Berge. Marktleiterin Beatrix Steinke ist über ihre rabiate Vorgehensweise schockiert. Sie sind ziemlich schnell vorgegangen. Sie haben die Glasscheiben runtergenommen, haben es in diesen großen Sack reingekippt, die Glasscheiben einfach mal durch die Gegend geschmissen auf den Fußboden. Das ist alles kaputt. Also das ging ganz schnell. Innerhalb von 3 Minuten räumen die Einbrecher das Regal mit Tabakwaren leer. Der Wert des Diebesguts: rund 10.000 Euro. Also die Täter sind in der Regel auf schnelle Beute aus, also sprich, die fahren in solche Supermärkte oder Märkte, die eine gute Anbindung haben von der Straße her. Das muss relativ schnell gehen und es müssen Tabakwaren halt da sein, weil die lassen sich relativ schnell wahrscheinlich auch absetzen und umsetzen. 3 Monate zuvor gab es bereits einen ähnlichen Einbruch in diesem Supermarkt. Ja, wir gehen schon davon aus, dass es dieselben sind und das ist wirklich wie so ein Déjà-vu. Es tut einem dann immer weh zu sehen, für was man dann arbeitet und was sie dann alles rausholen. Also sie kommen einem schon vor, als wenn sie sehr geübt sind. Und es ist ja in der Umgebung mehrere Einbrüche und man geht von einer Bande aus. Die Polizei ermittelt gegen eine organisierte Tätergruppe. Sie ist vermutlich auch für andere Diebstähle in der Umgebung verantwortlich. Werden die Zusammenhänge natürlich geprüft. Wir haben auch Salzlandkreis als einen Tatort, dann die Börde und ähnliche Sachen. Wir prüfen auch übergreifend innerhalb der ganzen PI und innerhalb des Landes Sachsen-Anhalt natürlich, ob dort Parallelen sind. Mit Hilfe der Überwachungsbilder fahndet die Polizei nach der Diebesbande. Bisher ohne Erfolg.